So, da sind wir wieder bei Outlast, unserem wunderschönen Let's Play. In der letzten Folge sind wir hier in diesen PC-Gang gelaufen. Okay, dann dringen wir vor. In diesem gar nicht mal so schönen Raum. Warum sieht man hier nichts? Aha. Das sieht aber nach Informationen aus hier. Ein Computer. Ohne irgendwas, was mir hilft. Na, helfen eh nicht, aber... Naja. Okay, das sieht auch recht sicher aus. Aber da sind Dokumente und die blinken sogar. Wie angenehm. Okay, Project Wallrider, davon haben wir ja schon gehört. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonrisiko behaftet. Also Stufe 2 hatten wir ja schon gelesen. MRE-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Okay, es geht unter anderem auch um luzide Träume, wie es vorhin auch schon die Rede war. Finde ich interessant. Ein sehr interessantes Thema. Habe ich auch mal ausprobiert und tatsächlich auch geschafft, luzid zu träumen, also einen Klartraum zu haben, deinen Traum zu steuern. Aber das ist ein anderes Thema. Wir spielen Horror Games. Ah, ich will nicht. Ja, ich will nicht. Ich will das doch gar nicht. Hier ist nichts. Ich will nicht. Ich will nicht an der anderen Seite. Hier ist auch nichts. Oder? Ist da jemand? Guck. Ein Rollstuhlfahrer. Der aber anscheinend noch lebt. Ein bisschen am Rumspasten. Hallo! Das ist ja wunderbar. Ah. Ist das hier... Kommen wir von hier? Nein, oder? Ah, okay. Der Rollstuhlfahrer. Was machen wir mit dem? Ich meine... Ist halt im Rollstuhl, ne? Und hat keine Socken an. Sehr ekelhaft. Ich würde vorschlagen, ich renne einfach an ihm vorbei. Das ist eine super Idee. Tschüss, du elendische Messe. Das funktionierte unerwartet gut. Aber der tut mir auch nichts, ne? Der nimmt mich nicht mal wahr. Sind wir hier irgendwo... Ah! Warte mal, sind das überhaupt... Hast du die leben noch, ja? Ah gut, der Typ, der uns vorhin zum Boden gerungen hat, der lebte auch und... Der, naja gut. Ich will den irgendwie im Auge behalten. Nicht, dass er irgendwie an uns angekrochen kommt oder rollt oder... Aber ich glaube, ich muss hier lang. Also warte, der beachtet uns nicht. Vielleicht kann man den vorbeischleichen. Qualitätsfernsehen. Ah, wahrlich Qualitätsfernsehen. Finde ich gut. Okay. Oh Mann, das fühlt sich echt nicht richtig an. Hallo. Was macht denn er da mit seiner Hand? Ist der am Rauchen? Raucht der? Nein, oder? Ah, der kratzt sich nur. Oh, warte. Ja, das ist eine gute Sache zum Aufnehmen. So beeinträchtigt Fernsehen euer Leben, Leute, ja? Irgendwann ist es das einfach nur. Scheiße, hier kann ich nicht lang. Soll ich jetzt im Ernst an denen vorbei? Aber wo will ich hin, ist die Frage. Ach komm, dann sterbe ich halt. Ich will wissen, was passiert, wenn ich an denen vorbeilaufe. Oder ich krieche mal an ihnen vorbei. Hallo? Hallo? Okay, komm. Wenn er mich sehen würde, dann hätte er mich schon gesehen. Nicht wahr? Brudi? Nicht wahr? Na, da muss ich mich nochmal kratzen. Es ist, nee, das gefällt mir gar nicht, was hier läuft. Ah, schon wieder Werbung. Sag mal, was ist denn hier los? Ah, fuck. Aufzustehen. Okay. Dann, ich kann mir sicher sein. Ich glaube, ich kann mir sicher sein, dass er, jetzt wo ich auch vor ihm stand, dass er auf jeden Fall nichts von mir will, bösartig von dem Spiel wäre jetzt, wenn der böse lieb ist, der hier auch, aber der hier nicht. Das wäre echt böse, Mann. Das wäre wahrlich bösartig. Naja, lasst mich bitte alle in Ruhe. Ich bin hier nur dick am Chillen. Ah, hier kann ich also drunter. Okay, dann kann ich an dem Kram hier vorbei. Eine Tür, juhu. Hier kann nichts sein. Hallo, ich sehe nichts. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ah, hier ist noch eine Tür. Will ich die aufmachen? Hallo, Rollstuhlfahrer. Was geht? Na? Ich knall sie auf. Ist echt besser.
Weil das, was ich doch vorhin nach dieser hinter dieser verdammten Tür gesehen habe. Oh fuck, da ist jemand. Dich habe ich erstmal gar nicht gesehen. Aber das sieht nicht so lebendig aus, ne? Ah, ne, das sieht tatsächlich überraschend unlebendig aus. Okay, der Dude macht mir jetzt schon ein wenig Angst. Aber er hat da was, was für mich vielleicht... Ah! Ah! Er hat wunderschöne Augen. Wunderschöne blau, grün, ich weiß nicht, was für Augen. Okay, der scheint lieb zu sein. Gib mal her! Die Schlüsselkarte. Bitte ganz schnell. Ah! Danke. Danke, dass du das schnell gemacht hast. Danke, verdammt, danke. Und danke, dass du ruhig geblieben bist. Ich will mich nicht vor dir umdrehen. Bitte geh weg. Nein, geh nicht weg. Bleib einfach so, wie du bist. So, gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe gebrochene Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. An die Hüllen aus Dark Souls erinnern sie mich auch ein bisschen. Wir haben eine Sicherheitskarte, eine Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. Die Schlüsselkarte für den Sicherheitsterminal. So, dann müssen wir uns auch nochmal hier kurz weg von Twitter. Sicherheitsterminal. Im Duden gibt's das bestimmt nicht. Nee. Ah, okay, hier wollte ich auf jeden Fall hin. Juhu. Yeah. Das wollte ich. Kauft alle bitte das hier. Ja, ihr kriegt sogar $4, glaube ich. Komische Sounds. Lasst mich in Ruhe. Ich glaube, hier gibt's tatsächlich nicht mehr viel für uns. Ich glaube, wir müssen zurück. Vielleicht muss ich vor denen noch flüchten. Bitte nicht. Please. Not. So, wenn ich hier vorbeilaufe und der eine packt mich einfach. Was war das? Das ist ja der nackte Wahnsinn. Der nackte Wahnsinn ist das. Ein magischer Blumentopf. Die gibt's auch in diesem Spiel. Verrückt ist es. Pflanzen oder Erde. Die Leute haben hier Kunst geschaffen. Ich verschwende gerade viel zu viel Batterien, ne? Ja, Brudis. Ihr Hüllen. Okay. Tschüss, ne? Na? 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 Auf Wiedersehen, Freunde. Okay, hallo. Kleiner Rollstuhlmann. Ich mach's einfach wie eben, ne? Ich mach's wie eben. You can't make me. Haha. Ich hab mich nicht erschreckt von dir, du kleiner Wichser. Ja. Ja. Tschüss. Jetzt werde ich eh von irgendwas komplett tot erschreckt. Einen Herzinfarkt bekomme und sterbe. Was ist denn das? Als zweites fanden wir den Gang hier, glaube ich. Ah, da ist der Rollstuhlfahrer. Also warte, da sollte er kriechen, glaube ich. Kann man nicht kurz überprüfen. Ja. Kriecht da immer noch. Wow. Ah, eine Schalltafel. Eine Treppe. Warte, wir sollten zum Sicherheitsterminal. Könnte gut sein, dass das hier unten ist. Aber ich weiß nicht, sollte ich einen Aufzug benutzen? Ich glaube, das wäre eine blöde Idee. Aufzüge. Aber hier sieht es auch nicht so fresh aus, muss ich sagen. Sieht echt nicht so nice aus. Aber Leute. Also echt assi mit den Cliffhanger, ne? Aber was hinter dieser Tür sich verbirgt, sehen wir hoffentlich, sofern ich da irgendwie reinkommen darf, in der nächsten Folge. Tschüss.